Hier, 700, 700 Uhr, wie weit bin ich denn mit dir gelaufen? What the fuck? Okay, das ist krass. Cool, aber der Planet, den finde ich ja an sich mega nice auf jeden Fall. Feier ich. Wieso ist denn hier so viel Erde auf jeden Fall? Ich war doch eigentlich so tief unter Erde, oder? Oder sind wir jetzt in einem Hügel drin? Oh, der Boden wird hart. Ja, sind wir jetzt wahrscheinlich an der Oberfläche angekommen. In der Bodenhärte. Obwohl? Ne, war doch, genau. So, okay, ich laufe mal kurz mit dem Raumschiff zurück, dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, ich bin mit dem Raumschiff da. Oh, was ist hier? Was ist hier? Ach, summende Beutel, nur ich dachte gerade bei irgendwas. Sehr krass. Oh mein Gott, diese Tiere schon wieder. Geht weg. Ich finde die. Ich will mal kurz wissen, was die droppen. Ich will einmal kurz wissen, was die droppen. Sekunde, komm mal her. Kann ich dir mal. Hallo? Hä? Ich treffe den nicht. Kann ich den nicht abschließen? Oder ist der verbuggt? Ist der Strahl rot, wenn ich in den Himmel schieße? Und so ziehst du so ein Tier. Hä? Okay, ich kann die irgendwie nicht treffen aus irgendeinem ganz weirden Grund. Ja, ich gehe mal lieber auf eine Plate. Die Plate ist irgendwie. Der macht mir irgendwie ein bisschen Angst. Irgendwas ist da ganz, ganz komisch. So, aber ich kann direkt nochmal meinen Sauerstoffteil wieder auffüllen hier. Ein bisschen Dioxid. So, Höhlenkürbis habe ich auf jeden Fall für den Korvax, der das ja haben wollte. Von daher ist die Mission erfolgreich abgeschlossen. Und oh, da ist noch ein Planet hinter meinem Planet. Das war der heiße, oder? War das der heiße? Oder was war das? Kann ich mir bitte kurz einmal anvisieren? Hallo? Spiel? Ich würde gerne einmal wissen, was das für ein Planet ist. Hallo? Hallo? Da, jetzt geht's. So. Was haben wir denn hier noch? Ah, das war der heiße Planet, stimmt. Ah ja, da waren wir, glaube ich, sogar schon mal drauf, ne? Kupfer, Phosphor, Silber, ja, genau. Okay, ich gehe mal wieder zurück zu meiner Base. Wobei, nee, eigentlich Schwachsinn, dass ich da hingehe. Warte mal, ich kann ja zur Raumstation erstmal zurück, um mich dann von da aus hinwarpen zu... Oh, Asteroid, den nehme ich noch kurz mit. Kann ich mich wieder zu meiner normalen Base hinporten? Beziehungsweise, ich brauche sowieso noch Kabelbäume für dieses eine Ding, was ich noch bauen wollte. Was war denn das nochmal? Genau, ich bin ganz kurz einmal zur Raumstation hier. So. Für irgendwas brauchen wir noch einen Kabelbaum, weiß ich noch. Was war denn das nochmal? War das hier irgendwie? Ja, hier brauchte ich einen Kabelbaum für. Und hier nochmal zwei Kabelbäume. Hier noch einen Kabelbaum. Also 1, 2, 3, 4, 5 Kabelbäume auf jeden Fall insgesamt. Dann hole ich mir direkt mal ganz kurz. Ah, ist relativ teuer eigentlich, oder? Kabelbäume sind immer teuer. Habe ich aber genug Geld dafür? Ich hoffe, ich habe ein paar Millionen. Dann sollte ich eigentlich genug Geld für haben. Da. Ja, okay, das geht. 300.000 ist noch. Geht noch klar. So. Und dann hier Blitzwerfer-Upgrade-Module. Genau, da einen Kabelbaum rein. Und hier der Blitzwerfer, kommt auch nochmal. Ein Kabelbaum. Das Untersuchungsgerät braucht noch zwei Kabelbäume. Und. Ah, der Scanner war auch nicht schlecht. Obwohl, ich benutze ihn eigentlich fast gar nicht, ne? Eigenes Kraftwerk kriegt auf jeden Fall das noch. Dann brauche ich noch zwei Ionen-Akkus. Die kann ich ja eben craften. Das ist ja kein Ding. So. Dann ist das Kraftfeld damit schon mal fertig. Magnetischer Resonator brauche ich auf jeden Fall noch drei Stück und dann noch Glas. Dann gehe ich mal kurz zu meinem Frachter. Achso, Taschen habe ich noch an, ne? So. Na, niedreichen Ort entdeckt. Achso, das ist die Fabrik. Ja, ja, schon klar. So, oh, das ist nur ein Teil, das habe ich schon. Habe ich das schon? Ah, ich kann Stühle drehen. Okay. Achso, ich wollte. Ne, was wollte ich jetzt? Irgendwas wollte ich gerade noch. Achso, mein Frachter wollte ich gehen, genau. Dann kann ich mal kurz das Glas mir herstellen. Und, ach, kann ich Glas nicht auch craften irgendwie? Man konnte es in der Raffinerie machen, man konnte es aber auch craften. Wie ging das denn noch? Ich habe das Rezept gar nicht dafür. Okay, egal, dann gehe ich kurz zu meinem Frachter. Und ein Quantenkopf, glaube ich, mir nämlich noch raus aus meinem Frachter. Für das andere, was ich noch bauen wollte.
Ansonsten kann ich nicht mehr so Technologien noch machen im Raumschiff oder so. Ah doch, kann ich sogar. Oh, ich brauche hier eigentlich auch nochmal drei Kabel. Aber ich, nee, das Raumschiff, das upgrade ich nicht. Erst wenn ich mir ein besseres Raumschiff hole, dann upgrade ich das dann. So, hast jetzt erstmal kurz meinen Frachter einmal hier, da. So, da ist er. Wunderbar. Komm mal her, bitte. Landesequenz wird eingeleitet. Sehr schön. So, ein bisschen Silber hätte ich auch noch sonst zu verkaufen und so. Chlor, kommt noch ein Frachter rein. Hier, zack. Ansonsten, ah, Mikroprozessor packe ich eigentlich mal in den Frachter. Den brauche ich jetzt auch nicht so oft unterwegs, ne? Genau, ansonsten Kürbisknollen brauche ich ja für meine Dings noch. Eben den Schleim, die Kapillarmuscheln packe ich nochmal in den Frachter. So, das Gold kommt dann einmal mehr Raumschiff. Frostkristall packe ich mal in den Frachter. Und ja, so. Aufsteigen bitte. So, dann am Ende hier nach oben. Ich baue meine Basis erstmal auf dem Planeten, weil dem Frachter möchte ich damit die ganzen besseren Materialien, mit denen ich dann bauen kann, bauen. Wenn ich die ganzen coolen Inneneinrichtungssachen, Dekorationskram und so bauen kann. Das heißt, vorerst werde ich hier nichts großartig reinpacken. Außer, wie gesagt, meine oh mein Gott, ich bin... So, hier wollte ich, ja. Wie gesagt, erstmal werde ich nur meine Lager halt hier reinpacken. Und meine Farmen, die halt hier reinkommen. Mehr wird dann erstmal nicht hier drin sein. So, es leuchtet auch so geil blau hier alles. Wie nice. So, dann müsste ich ganz kurz erstmal, da laufe ich mal so weit rein. Ich muss erst landen müssen. Ein Quantencomputer. So, zack. Einer muss nämlich noch in meinen Exo-Anzug. Da kann ich nämlich jemanden hier einbauen. Mit Multiwerkzeug da, genau hier. Brauchte ich einen für... So, ansonsten brauchte ich halt Glas. Genau, das heißt, ich kann mal ganz kurz eine Raffinerie hier hinstellen am besten. Die werde ich ja wahrscheinlich noch häufiger brauchen. Tragbar Raffinerie hier, genau. Ich stelle die jetzt einfach... Ah, ne, warte, die nehme ich ja wieder mit. Schwachsinn. Nehme ich doch direkt wieder mit. So. Dann kann ich mal ganz kurz... Für Glas brauche ich denn? Ich brauche hier 8 Glas insgesamt. So, und dafür ist Silikatpulver nämlich auch ganz gut. Da brauche ich nämlich... Genau, 8 Glas. Dann mache ich das mal ganz kurz. So, 8 Glas habe ich. Wunderbar, mehr brauche ich auch nicht. So, und dann mische ich die Raffinerie auch direkt wieder mit. Und diese 8 Glas kann ich dann, also 4 Glas kommen erstmal hier rein. Oh. Der Laufionisator oder Laufionisator. Das heißt, ich habe weniger Rückstoß beim Schießen. Ich habe einen Schuss pro Feuerstoß mehr, also pro Salve quasi. Und die Salvenabklingzeit ist bei 6% weniger. So, und hier habe ich ein Querschlägermodul. Das heißt, dass wenn ich einen Schuss gegen eine Wand schieße, dann prallt der Blitz quasi davon ab, von dem Blitzwerfer, und fliegt dann einfach weiter. Also der prallt einfach quasi von der Wand ab. So, und hier brauche ich dann nur noch 3 magnetische Resonatoren, wo immer ich die herbekommen soll. Steht das da nicht bei? Steht nicht, wie man den bekommen kann. So, ich denke mal, dann werde ich mal die Fabrik aufsuchen. Und generell müssen wir noch ein paar Fabriken looten, dass ich mir die Rezepte mal holen kann. Und, ja. So, das heißt, durch so verlassen kommen wir noch nicht, genau. Denn eins wurde uns ja vorhin markiert mit so einem Dings, wo wir dann Nied finden können. Das ist sogar auf einem Eisplaneten, das ist schon mal sehr gut. Also auf einem Stadtplaneten quasi. Ja. Dann Nied sammeln. Und let's go! So, ah, wir sind da. Es scheint auf einer Insel im Ozean zu sein, diese Fabrik. Kommt mir bekannt vor, wir waren schon mal auf so einer Insel im Ozean, wo auch eine Fabrik drauf war. Hey, jetzt ist einfach die gleiche, oder? Das wäre es jetzt. Aber das. Warte mal, ist das die gleiche? Ist das die. Nee, die wir hatten, die. Das war. Da waren noch so 2 Gebäude daneben. Da waren noch so 2 Gebäude daneben. Oh, die sieht ein bisschen kaputt aus. Die sieht ein bisschen sehr kaputt aus. Ja, wie viel ist leckt? Flüsterndes Ei, nicht anfassen, einfach nicht anfassen. Ganz kurz, ich gehe mal hier vorne einmal speichern. So. Wow. So, die ganzen. Hallo? Ich will das nur öffnen. Lass mich das öffnen. Hallo? Spiel.
Ich will das Licht nicht anmachen. Ich will diese Container hier. Digga. Ich will. Ups. Digga. Ich. Okay. Okay, ich kann sie nicht öffnen. Oder. Nein, das ist echt die Fabrik, wo ich schon war. Das ist echt die, wo ich schon war? Nee, oder? Warte mal, was? Das kann doch nicht wahr sein. Ah, ist ein Technologiemodul dahinter. Oder hat er es gerade noch nicht geladen? Sekunde. Okay, oder das Bug drum, keine Ahnung. Aber das Technologiemodul, das habe ich noch nicht ausgegraben. Dann nehme ich das mal ganz kurz mit. Hier, so. Zack. Okay. Ja, geborgene Daten, sehr schön. So, dann einmal hier rein, bitte. Das kann ich noch aktivieren hier. Wiederkehrender Nutzer identifiziert. Terminal jetzt aktiv. Fortsetzung des Datenprotokolls zur Analyse freigegeben. Ich erblicke die grellrote Kugel zwischen den Wolken. Ein riesiges, unheilvolles Auge, starr und abscheulich. Die Angst ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Ich hatte Angst, dass es mich sehen würde. Aber dann bewegten sich die Wolken und es war verschwunden. Ich war mir nicht mehr sicher, ob es überhaupt real gewesen war. Vielleicht verstopfen die Pilzreste der letzten Welt, die ich besuchte, immer noch die Lüftung meines Exoanzugs und beeinflussen meine Wahrnehmung. Ich habe meine Filter jetzt schon 6-mal gereinigt, aber ich kann sie immer noch spüren. Ich entdecke etwas Verschlüsseltes im Datenprotokoll des toten Reisenden. Es wurde etwas hinterlassen, das mir bei meiner Reise helfen wird. So, Nanit ein bisschen. 130 Stück. Ja. Hier ist nochmal so eine Enzyklopädie. Das Gag wurde für Erster gelernt. Das da habe ich schon. Oder habe ich noch nicht? Ich weiß es nicht. Multiwerkzeugtechnologien da an einer Raumstation. Okay, machen wir das nochmal. Raumstation haben wir direkt in der Nähe hier. Einmal nach oben bitte. Und dann müssen wir auch mal Technologiemodul halt mal farmen gehen, dass ich da mal meine ganzen Sachen erforschen kann, die ich noch erforschen will. So. Wo ist denn die Raumstation? Da unten. Let's go. So, wir sind da. Einmal wieder linken, Hilfe. So, scharfe Kurve hier wieder. Und da ist der Eingang. Ach du Scheiße. Na komm. So, Multiwerkzeugtechnologiehändler. Wunderschöne Landung auch, by the way. So, da auf der linken Seite, rechten Seite, weil, also jetzt auf der rechten Seite, weil wir drehen uns ja nochmal an 180 Grad. Genau, und jetzt muss ich mir da wohl irgendwas kaufen oder. Also ich meine, Anita habe ich ja quasi kostenlos bekommen. Das wäre jetzt nicht so schlimm. Okay, Sound, irgendein Sound. Na, ja, Schrott. So, was haben wir denn hier? Ein zu in bla bla. Der Technologiehändler möchte mir seine neue Waren zeigen. Darunter eine mächtige Modifikation von meinem Multiwerkzeug. Dann biete ich mal 60 Nanit an, würde ich sagen. Und ein B-Blitzwerfermodul. Hä? Was? Habe ich das schon bekommen? Hä? Okay, weil ich gar nicht. Ich lasse mal kurz laden. Eventuell geht da irgendwas nicht aus irgendeinem Grund. Aber ich habe jetzt eigentlich das. Ich kann es nicht einbauen. Warum kann ich es nicht einbauen? Was ist das hier? Ah, da kann ich mein Multiwerkzeug noch. Kann ich neue Plätze kaufen? Alles für 1 Million? Ja, wahrscheinlich für 1 Million. Installiere dein Upgrade-Modul. Bla bla. Ja, ich kann es nicht. Ich würde es gerne installieren, aber ich kann es einfach nicht installieren. Wieso? Also. Ich glaube, hier ist irgendein Bug. Warte, ich rede nochmal kurz mit dem Typ hier. Moin. Genau, Upgrade-Module kaufen. Dann kaufe ich mir mal ein anderes vielleicht.